Hallo und herzlich willkommen hier bei Kachelmann Wetter zu einem Unwetter-Spezial. Es steht in Teilen Deutschlands eine Unwetterlage an. Durch Starkregen, es kann zu Sturzfluten und großen Überschwemmungen kommen. Und das schauen wir uns jetzt in diesem Video genauer an. Wir sehen an der Wetterlage, dass wir es mit einer Tiefdruckrinne am Freitag zu tun haben, die mit dem Schwerpunkt östlich von uns liegt. Und die schaufelt insbesondere in die östlichen Bundesländer, aber auch nach Süddeutschland sehr feuchte Luftmassen, die mit diesem Tiefdruckgebiet dann sozusagen ausgequetscht werden. Und da bilden sich dann teilweise gewittrige Regenfälle und in gewittrigen Verstärkungen kann es örtlich zu sehr großen Regenmengen kommen. Wir werfen aber einen Blick auf das aktuelle Regenradar vom heutigen Donnerstagabend und sehen, dass sich Gewitter gebildet haben in Brandenburg, teilweise Berlin bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Die werden jetzt in den nächsten Stunden und in der Nacht noch weiter nach Norden abziehen. Gleichzeitig haben sich gewittrige Regenfälle auf Teile Süddeutschlands ausgebreitet. Wir sehen das hier vor allem so von Oberschwaben, teilweise bis an den Schwarzwald, zu Schwäbischen Alb, aber auch im Allgäu. Ja, und hier deuten die Wettermodelle an, dass es schon bis Freitagmorgen teilweise über 50 Liter Regen pro Quadratmeter und Überschwemmung und örtliche Sturzfluten geben kann. Was uns besonders Sorge bereitet, sind dann die Wetterkarten bis zum einschließlich dem Samstag. Denn dort werden von einigen hochaufgelösten Wettermodellen und nicht nur ein Modell, sondern eigentlich alle hochaufgelösten Wettermodelle setzen dort Peaks im Süden von in der Niederschlagsumme, die durchaus eben deutlich über 100 Liter Regen pro Quadratmeter reichen. Punktuell werden von den hochaufgelösten Wettermodellen sogar im Süden, wir sehen diese violetten Gebiete, teilweise sogar über 200 Liter Regen pro Quadratmeter berechnet. Gleichzeitig sehen wir aber auch noch, wie sich ein Streifen dann schwerpunktmäßig wahrscheinlich, im Süden geht es eher am Freitagmorgen dann richtig los im Tagesverlauf, im Osten dieser Streifen, der hochreicht bis nach Vorpommern, da geht es dann wahrscheinlich erst so im Laufe des Freitags richtig los, beziehungsweise Freitagnachmittag, Abend und zieht sich noch länger bis in den Samstag hinein. Wir schauen auf eine Karte, wie die Sturzflutgefahr aussieht. Ich habe natürlich die Gebiete noch etwas größer, sicherheitshalber etwas größer eingegrenzt, denn es wird in diesen Gebieten nicht flächig diese angegebenen Regenmengen geben, sondern eher örtlich begrenzt in einzelnen eingelagerten heftigen Gewittern und Starkregengebieten. Deswegen der violette Bereich im Süden. Punktuell sind wirklich 100 bis teilweise 200 Liter Regen pro Quadratmeter bzw. Millimeter möglich. Gleichzeitig haben wir noch diesen breiten Streifen, der sich hochzieht bis nach Vorpommern, wo es eben teilweise durchaus mal 60 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter bzw. Millimeter geben kann. Wie gesagt, nicht auf die Fläche. Was droht? Natürlich können vor allem in diesem Streifen im Süden dann durchaus Bäche zu reißenden Sturzbächen werden, dass wirklich die Bäche in kurzer Zeit bei Starkregen schnell anschwellen. Also wirklich Vorsicht an Bächen. Bitte vorbereitet sein, die Lage auf jeden Fall ganz genau im Auge behalten mit dem Regenradar. Gleichzeitig können, wo diese extremen Sturzfluten runterkommen, können sogar ganze Ortschaften überschwemmt werden, es also zu großen Schäden kommen. Und dann natürlich, wenn wirklich 100 bis 200 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, besteht natürlich auch Lebensgefahr bei diesen Sturzfluten. Wir haben im Wetterkanal einen Live-Ticker gestartet, wo wir immer wieder neue Infos geben und auch morgen die Lage begleiten. Im Tagesverlauf, wenn sich die Lage dann zuspitzen sollte, werden wir natürlich auch Livestreams hier auf unserem YouTube-Kanal machen. Damit erstmal trotzdem noch einen schönen Abend. Bis dann und ciao.